Willkommen zurück zu den Winter Origins, in dem Schleichsimulator. Los, 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 los. Ja, 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 ja. Warum sind wir eigentlich mitten in einer Höhle Büsche? Ich weiß es nicht, aber das ist das andere Ding war scheinbar gerade nicht verfügbar. Hier links lang? Schneller, schneller, schneller. Wieso bist du denn dauernd nicht erfolgreich im Schleichen? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin erfolgreich, ich habe das gerade unterbrochen, damit ich schneller schleichen kann. Schneller laufen, weil das, wie du bereits festgestellt hast. WTF, Bydot, aber jetzt ernsthaft? Ist Bydot da Inside oder was? Nee, ist er nicht. Na, Schleichen ist einfach fehlgeschlagen. So, hier oben sind wir, glaube ich, wieder. Ja, hier oben ist er safe. Gut, dann lass uns mal kurz Quicks helfen. Dafür ist er ja da. Genau sowas. Ich bin übrigens kein Fan von Gegnern, die man nicht besiegen kann. Ich mag's, also bringt an sich mal eine neue Spielmechanik rein. Das ist gar nicht verkehrt. Markerschüttender Schrei, warum haben die denn alle diesen markerschüttenden Schrei im Inventar, die ganzen Dings? So, ich denke mal, du möchtest jetzt deine große TNT-Max haben, wa? Ja, 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 ja. Ja! Ja! Chased here by one of those monstrosities, it seems. They must have met a swift end. So, Tenebrium Hammer und Tenebrium Speer. So, ich kann nochmal wiederholen. Würdest du bitte diesen Bogen reparieren, den ich dir gerade geschickt habe? Den habe ich doch schon repariert. Hast du nicht? Der wird mir jetzt kaputt angezeigt. Haltbarkeit 60 von 60. Was? Schick das Ding wieder zurück? Hä, der war doch gerade gelb im Winter. Bin ich doof? Hä? Hä? Ich bin verwirrt. Hä? Bei mir belassen. Ist alles cool. Ja, belassen wir es dabei. Scheiße, ich brauche für den Hammer eine Stärke von 13. Bist du gerade levelt? Aber, was? Bist du gerade levelt? Ja, jetzt habe ich eine Stärke von 12. Meh. Aber zumindest habe ich jetzt eine neue. Also der Speer ist auch ganz gut eigentlich. Der ist sogar sehr gut. Wie die auch alle liegen, das ist irgendwie. Ist noch irgendwas? Nee, ne? Ja, ich habe noch ein. Ich habe noch ein Buch gefunden. Was für Knochentotems? Warte, lass mich suchen. Knochentotems. Ein Knochengötze muss mit einer äußerst Sorgfalt aus Knochenstücken aller Toten hergestellt werden, die an ihn gebunden werden sollen. Die Knochengötze nimmt eine zentrale Position ein, sein Einfluss erreicht alle Leichname in seinen Wirkungskreis. Solange der Götze dort ist, wo er hingehört, kann jeder geschickte Nekromant diese Leichname steuern. Er muss in der größten Einsatz geschützt werden, damit er nicht beschädigt wird und die Kontrolle über die Leichname für immer verloren geht. Der Götze wurde in der linken Halle in der Mine gebaut und sein Wirkungskreis ist groß genug, um alle Minenarbeiter zu erreichen. Ah ja. Okay, das heißt, den Götzen sollten wir zerstören, oder was? C, zerstören. I don't have the right sein, tools for mining. Ist also direkt in der Nähe. Ja. Bitte speichern. Ich wollte mich gerade schon mal mit der Pyramide hinterher porten, aber das wird wohl nicht funktionieren. Das geht doch nicht. Nee, so ein Elend. So ein Elend. Ich darf schon mal vor, ob ich irgendwas entdecken kann. Die Leichen hier hinten haben auch noch Zeug. Man sieht ja mich hier gerade hinten. Ne, die Leichen kann ich hier plündern, oder? Schweren Gürtel, okay. Luftessenz, okay. Was hab ich denn für ein Gürtel? Ein Metallgürtel des Schlangenlochs. Bydotter, was ist Schlangenloch? Da sagst du, Bydotter hat einfach nur einen schweren Gürtel. Was ist? Ist hier irgendwas? Aber wie bringt das überhaupt nichts, nur 15 Gürtel auszutauschen? Weil das, wenn Gürtel keine magischen Eigenschaften hat, dann macht der auch gar nichts. Richtig. Gold. Hier hinten ist nichts, glaube ich. Nö. Hier ist ein riesiger Tellerstapel, aber das war's. Das ist ein Tellerstapel? Ja, ja. Tatsächlich, das sind wirklich Teller. Ja, und diese jede Menge Kisten, wo man einen Glücksfund drauf anwenden kann. Also eine. Und kann man die Kisten hier irgendwie, kann man den Einsturz irgendwie beheben, der hier ist? Guck mal, hier. Das wäre dann quasi ein Shortcut. Da liegt vor allen Dingen noch eine Leiche und vor allen Dingen eine Nebenrüm-Erzader, die wir abbauen können. Wo wollen wir denn hinkommen? Warte mal, kann man angreifen? Ich greife mal. Da hinten ist übrigens der Totem. Hinter dieser Wand. Ah ja, der Einsturz geht in der Tat kaputt. Schaffst du schon. Ist das ein magischer Stapel, den du dazu hast? Das sieht so magisch aus. Tenebrium. Achso. Ja, Tenebrium. Wir haben mal ein bisschen besser in Schmieden, dann können wir auch Tenebrium-Waffen herstellen. Und wir kaufen die einfach bei den komischen einen Markt. Die kannst du nicht über Schmieden herstellen, die kannst du über das Handwerk herstellen. Das ist dein Ding. Was? Oh, Handwerk habe ich schon länger nicht mehr gelernt. Aha. Ich glaube, wir hatten aber irgendwo einen Ring, der Handwerk konnte. Insofern ist das kein Problem. So, warte mal, hier sind NPCs. Ja, grüne. Was sind das für welche? Achso, Marklo, Jalin, Priesterin und noch ein Priesterin. Und Markloser Waldläufer. Naja, gut, dann Quicksafe, dann gehen wir noch rein und sprechen mit denen. Jarp. Ich geh mal zu Jalin, vielleicht kann man der argumentieren, dann können wir uns wieder gut hinstellen.
Macht euch bereit, Brüder. Er hat uns gefunden. Aber nein, ihr seid nicht der gepanzerte Tod. Euch können wir in handgerechte Stücke schneiden und den Götzenbild der Vernichtung zum Fraß werfen. Wenn ihr was verfolgt, das gepanzerte Tod genannt wird, wäre es nicht das Beste, zusammenzuarbeiten, argumentieren. Haha, so, dann gehen wir mal los. Die fangen immer mit Steinen an. Immer. Oh, scheiße, die ist argumentiert auch gut. Ich habe hier nur 3 Punkte. Das ist ja schlecht. Verflucht. Ja, das ist wirklich schlecht, weil... Hallo, Papier, weil wer macht denn sowas? Bin ich, hau mir die um. Dann speicherst du einfach mal. Ja, jetzt dreimal hintereinander Papier genommen, das gibt's doch nicht. So, jetzt nehme ich Schere und jetzt kommt Stein. Stimmt's nicht? Immer noch Papier, okay, gut. Also scheinbar ändern sie das System nur, wenn sie gewinnen. Okay. Warte mal, okay. Hat Madora nicht Stärke 13? Ja, Madora! Hm, das klingt vernünftig. Nun gut, steckt eure Waffen in die Scheide, Brüder. Wir haben eine Verbündeten gefunden. Jawohl. Wir werden sie natürlich trotzdem verraten, aber vorher handle ich mit dir. Richtig. Ich kann vor allem vorher mit dir reden. Der 13. Gold bei und sonst nichts, außer Tagebuch der Priesterin. Ich kann ihr Tagebuch abkaufen, das nehme ich mal mit. So, warte, ich muss Strapel verkaufen, ich brauche Geld. Ich habe übrigens noch ein veraltetes dunkles Schwert, das ist Stufe 14, macht 76 bis 104 Schaden. Möchtest du das haben? Das kann sonst nichts. Wie viel? 76 bis 104. sehr lächerlich, nee, danke. Hier mit einer abfälligen Bemerkung den Stab einfach von sich weist. Da liegt übrigens noch ein Schlüssel, das heißt, wir sollten hier wirklich umhauen. Ich spreche mal mit der Ratte. Ja, gleich, nachdem ich ihr Tagebuch abgekauft habe. Hau den Knochen, Skelett befreien. Es sieht nach einem ziemlich lustigen Spiel aus, wenn ihr mich fragt. Okay, das heißt, wir sollten hier das Knochentodum wahrscheinlich wirklich zerstören. Oh, ich kann sogar Gegenstände reparieren, das ist ja schön, aber gut, das ist... Zack, ich nehme euer Angebot an. Jawohl. Mittlerweile 15.000 Gold. So, was ist das Götzenbild dieser Vernichtung? Was, das da steht? Es ist ein Altar, mit dessen mächtigen Magie wir die Untoten kontrollieren können, die in diesen Tunnel umherstreifen. Das sind Sklaven, die von einem Dorf mit dem Namen Jägerschneide kommen. Zuerst töten wir sie in ein Ritual, dann binden wir sie an den Götzen, den wir aus ihren Knochen gefertigt haben. Ihr mögt euch den Götzen mit Ehrfurcht nähern, berührt ihn aber ja nicht. Seitdem der gepanzerte Tod frei herumläuft, haben wir nicht mehr so recht Kontrolle über die Skelettenminenarbeiter. Seine Zauber übersteigen die unseren um einiges. Ihr erwartet also den Besuch vom gepanzerten Tod. Das hört sich bedrohlich an. Ich weiß nicht, wie lange wir uns hier in der Dunkelheit schon an unseren Götzen klammern, frieren wie Ödlandbewohner, die sich um die Feuer scharen. Weiter. Als wir zum ersten Mal hörten, wie dieser Teufel näher kam, dachten wir, die Minen würden einschützen. Aber nein, wir blickten in die lohernden Augen des Todes. Viele sind gefallen, damit wir fliehen, uns verstecken und beten konnten. Wir wissen nicht, wo er kam. Dem Beben nach zu urteilen, könnte es mehr als einen geben. Die Göttin beschütze uns, wenn sie uns finde. Mögen uns die Mittleren doch schon retten. Ja gut, dann du wirst sie ja so töten, ja? Ja. Dann warten wir mal kurz, bis die sich ein bisschen aneinander stellen, weil irgendwie jetzt, obwohl die stehen gerade in Zweiergruppen, ne? Mhm. Guck mal, die Ränder. Warte, lass uns, du könntest dich, glaube ich, dabei den Typen in Rot hinstellen. Und die anderen drei stehen nämlich gerade auch ganz günstig. Ja, jetzt kann ich nicht mehr, aber die haben sicherlich einen festen Patrouillenweg. Weil die standen nämlich zwischenzeitlich, standen die alle drei direkt vor den Götzen. Das war super. Ja, jetzt ist gut. Mach mal. Ich mach Feuerball. Ich geh rechts. Gut, Wolf wurde mitgenommen. Oh, das geht's. Wow, das geht schnell. Ja, ich hab. Maybe they can tell us something useful about this place. Das war ein Feuerball. Wo ist denn mal. Ach, verdammt, da steht schon ein Afterbait. Naja. Happens. Na komm, mach wieder dein Schamding. Verlangsamt, oh ey, es liegt mich so auf. Wir sind frei, sagen sie. Ist das nicht schön? Immerhin hat er sich gerade, wenn er sich jetzt mal einen Schritt bewegt. Er ist nicht ausgerutscht, ich bin enttäuscht. Wahrscheinlich hat er Schließlich lang. Okay, noch machen. Ach, hier komm. Was? Oh. Oh. Ja, überraschenderweise ist dein Frostwolf immun gegen. Oh, ich bin gelevelt. Congrats. Ernsthaft, jetzt hat Madora den Hammer und über die. Oh, der Hammer sieht geil aus. So mal ran, Madora, der Hammer sieht richtig gut aus. Er leuchtet halt. Gut, dass wir zwischendurch dieses Tenebrium-Buch gelesen haben, wo wir eigentlich doch gar nicht hätten sein dürfen, weil wir da einfach nur vorgerannt sind, außer sehen. Ja. Jetzt könnten wir überhaupt kein Tenebrium tragen. Ich find's gut. So, die Hälfte unseres Teams ist übrigens eingefroren. Oh, wow. Ich mach sogar extra Damage mit Tenebrium. Das ist gut. Ja, der macht Dunkelschaden. Vorhin müsste das Ding auch machen. Die Tenebrium direkt. Also die Schadensklasse heißt Tenebrium. Nicht dunkel? Nee, ja, der komische Geisterritter hat ja Dunkelschaden gemacht. Und zwar wie Sack.
Wie Sack? Ja. Ach, da hinten ist ja noch einer, den habe ich noch gar nicht gesehen. Wer ist er denn? Okay, kümmern wir uns zum Schluss. Wow. Ja. Du meinst mit Schluss, wie wenn du im Staub liegst? Ja. Ich hätte mal den Wolf drauf. Der rennt übrigens einfach durch. Was soll das denn jetzt? Na, Gelegenheitsattacke von Yalin. Ich Yalin hasse, er. Ja, das, ich würde ja gerne mit Beidotter was tun, aber Beidotter ist so frostig. Was macht er da? Zombie beschwören. Ich meine, das ist immer noch ein Totenbeschwörer, was hast du erwartet? Wir kassieren den schon, obwohl eigentlich sieht doch alles gut aus. Kommt eigentlich kassieren wir überhaupt nicht, weil wir 1000 Lebenspunkte haben. Oder 883, in meinem Fall. Kassieren sieht anders aus. Wieso verfehle ich dann andauernd? Hallo, was soll denn das? Na, weil der ist, der hat eine hohe Dex und dessen kann der gut ausweichen. Der ist inspiriert wahrscheinlich. Aber er ist flankiert. Mysterious. So, dann müssen wir mal kurz überlegen, was machen wir jetzt hier vor der Angst. Ich habe doch sicherlich noch irgendwelche coolen AOE-Zaubersprüche. Ne, habe ich nicht, aber. Na gut. Machen wir es so. Sehr gut. Immer noch mein Lieblingsskill. Ich habe noch 3 Aktionspunkte. Damit kann ich das über irgendwas noch schon Schabernack treiben? Ja, doch! Ich kann Leute hauen! Haha! Das braucht überhaupt keinen Schaden. Was wolltest du später noch machen? Ja, du könntest. Oh, nice. Ja, du könntest später mal den Typen, der da unten beim Wolf steht, zu uns rüber teleportieren. Ja, das mache ich nicht so. Ne? Sehr gut, Skelett. Nicht dich von beide dort anzugreifen, einfach so woanders hin. Sehr gut. Ja, das ist praktisch. So, ich gehe immer noch ein bisschen pummeln. Oh, der wird nicht viel Schaden. Nö. Nee. Oh, die können die Minenarbeiter sprechen die ganze Zeit da unten. Ja, ja, mit denen können wir jetzt wahrscheinlich auch reden. Oh, Madonna sieht doch auch nicht mehr so gut aus. Nee, nicht wirklich. So, wie viel kostet der Spaß? 8. Verdammt. Naja. Naja, machen wir da mal. Gucken, was da rumkommt. Wow, das war knapp. Ja, ich hab das hier extra so gemacht, aber. Alter. Alter! Das sind zwar nur, 29 Schaden, aber trotzdem. Ja, Klampi macht auch Mist. Nee, ich werfe gleich meine Heilung rein. Haha, ich kann ausweichen. Schütten. Hat doch kassiert. Ja. So. Was tue ich? Wo ist denn jetzt der andere eigentlich, der die ganze Zeit hier unten war? Ach, den wollte ich ja teleportieren, ne? Nee, wo ist der denn? Also ich meine, der die ganze... Ach, ist der hier im Zelt oder was? Nee, welcher? Ja, der ist tatsächlich im Zelt. Hier ist noch einer im Zelt. Der steht mitten im Zelt irgendwo. Ist total schlecht anvisierbar. Ach so, das ist ja schön. Wie lag ich dir, Jungens? Ach, das ist ja doof jetzt. Das Ding ist, um hier herum steht so ein komischer Nebel. Und das ist schwierig, Leute zu teleportieren. Ich mach das mal so. Jawohl, es hat so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Nice. So, ich hol mir mal den da drüben. Ja. Der steht im Zelt. Nein. Okay. Kann ich dem jetzt noch einen mitgeben? 200 Hiebschaden und dann nochmal obendrauf nochmal 51 Schattenschaden von Tenebrium. Das ist schon hart. Nein, nein, das ist Tenebrium. Ja. Entschuldigung. Alter, ey, wir kassieren. Ich bin. Warum kassieren wir nicht so krass? Ja, schön, endlich, nice. Naja, jetzt ist es ja. Jetzt ist ja die Zeit des Gegenschlages, ist gekommen. Ich freue mich drauf. Hörst du mal auf? Jetzt hör doch mal auf, mich zu pieksen. Ja, ohne Witz. Weil die auch einmal mal die gleiche Person haben. Also, beide da muss irgendwie einen enorm niedrigen Initiativ-Dingsbums, keine Ahnung, unlocked werden. Dann solltest du übrigens auch mal heilen. Moment, wie viel war das? 93 über 3. Will ich denn den? Da. So, was können wir mit Magie machen? Schönes. Feuerball haben wir schon mal gemacht. Ich könnte mich unsicher machen. Schwächung ist jetzt auch nicht so der Riesenzauber.
Heiltrank einwerfen wäre vielleicht eine Idee, aber nö. Was machen wir denn jetzt für lauter Angst? Ach komm, wir machen doch das hier. Sind das nur noch die drei? Nee. Vier. Achso, der eine Typ, der im Zelt steht, ja, an den komme ich auch nicht ran. Der ist down. Wer ist denn da noch? Hinter dir. Nein. Doch, am Eingang. Da! Ach Gottchen! Den soll er sehen. Na gut, der hat das noch fast voll. Ja. ich bleib mal genau da stehen, wie ich bin. So, haben wir es mit denen hier rum? What? Ja, das ist ein Untoter. Der frisst halt schon mal 400 Damage pro Schlag. Hast du noch Platz für einen Heiltrank? Brauch ich nicht. WTF! Was ist mit dir nicht in Ordnung? Was ist denn hier gerade passiert? Was zur Hölle? Seit wann kannst du da einfach durchfahren? Wir müssen nämlich trotzdem bald. Wir müssen trotzdem mal Dora wieder auf dem Boden gleich aufkratzen. Und wir müssen. Warte. Sehr geil. Das ist ja auch noch nicht passiert, oder? Dass du einfach so mitten durchfährst? Durch die Leute? Ja, vor allem, dass dann zwei auf einmal einfach. Das ist ja schick. Das will ich mir merken. Danke. Das hat tatsächlich ziemlich viel Schaden. Vielleicht auch wegen der Fähigkeiten, die ich gelevelt habe oder was? Ich habe keine Ahnung. Na, du hast jetzt mehr Stärke, oder? Auf den Char? Also mittlerweile schon richtig viel Stärke. Ich glaube 14 oder 15? 14 brauchst du ja für die Waffe, hast du gesagt. Ja, stimmt, ja. Nee, 13 brauchst du für die Waffe. Achso, oh, ja gut. Dann, was mache ich denn mit diesen Typen jetzt da? Das ist ja wie zum Beispiel teleportieren, aber das kann ich natürlich nicht. Vampir-Buru? Also machen wir das nächste Bessere. Was das hier? Ja, hat aber nicht funktioniert, ey. Na gut, Madora ist ja nochmal dran. Uch. Meine leichte Heilung hat's, glaube ich, gerade gerissen. Ich bin, also. Ich finde es ein bisschen gut gerade. Deines. Ach, schön, sie hat sogar die ganzen Gegenstände, die sie verkaufen hatte, gedroppt. Dass ich verkaufe jedes Mal aufs Neue, verkaufe ich diesen Makellosen mein ganzes Zeug, was ich im Moment habe. Und dann droppen die alles, was die noch so im Moment hatten. Sehr nice. Oh, eine gepeinigte Seele, den nehmen wir mit. Was haben wir hier noch? Einen bitteren Heiltrank? Ja, klingt fair. Was, ein scharfer Gnadengeber? Okay. Was ist das denn? Ein Dolch. Ein Schlüssel. Was ist das hier eigentlich für ein riesengroßer Barren, Dings hier, die Kiste hier, die ich nicht bewegen kann? Warte. Hören Sie auf, wirr zu reden, bitte. Hast du den Schlüssel genommen? Ja, ja, ich hab ihn. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen möchte, aber ich habe ihn. Und dann der Liebhaber der Sehne, das solltest du vielleicht mal Beidotter geben. Ja? Möchte ich das? Weiß nicht, und dann vielleicht lesen? Keine Ahnung. Aber Sehne hört sich zumindest erstmal so an, als wäre es, ne? Nee, es ist ein Handwerksbuch. Okay. Das macht einfach nur. Zerrissenes Tagebuch. Ich fürchte, ich habe nicht mehr viel Zeit. Sie kommen, da bin ich mir sicher. Ich habe alles wertvoll in einer verborgenen Truhe abgeschlossen, die niemand finden wird. Aber ich selbst kann mich nirgends vor den Gräueln verstecken, die mich erwarten. Na toll. Überspalten? Ja, was? Gut, das hatte ich noch nicht gelesen. Warte mal, der Liebhaber der Seen. Der Bogenliebhaber. Man kann Gift mit über verschiedensten Dingen mischen, sodass das Gift bestimmte Eigenschaften eines Geschöpfes angreift. Wenn man einen Zahn in ein starkes Gift auflöst, greift das Gift die Kraft eines Menschen an. Es ist schwierig, jemanden zu zwingen, das Gift einzunehmen, also sollte es auf die Pfeilspitzen geschmiert werden. Die Dämpfe, die das Gift beim Aufprall freisetzen, haben dieselbe Wirkung. Okay. So, aber habe ich nicht hier. Warte, ich habe das Tagebuch einer Priesterin abgehofft. Die Mittlerin darf sich glücklich schätzen, mich zu ihren Anhängern zählen zu dürfen. Wer sonst würde über das Wissen verfügen, einen Knochentoten zu errichten? Wer sonst hätte für sie damit all diese gehorsamen Minenarbeiter erschaffen? Wie sie scharren und hämmern, die Äxte schwimmen in ihre leeren Schädel. Die Macht ist mein, die Macht des Totems, die Macht über ihre Seelen! Seltsam, wenn man bedenkt, dass etwas so einfaches der Schlüssel zur Seele und zum Geist dutzender Leibeigener sein könnte. Aber das ist die Macht der Nekromantie, so präzise und geschickt wie meine eigene. In der alten Welt würden mein Talent niemals gehuldigt werden, aber nun ist meine Arbeit so viel wert wie die Rubine. Wenigstens die Mittleren erkennt das. Und dass mich der mitgehört, ist ja sehr freundlich, lieb von dir. So bin ich, so bin ich. So, sprichst du gerade mit irgendwelchen Talenten? Doesn't seem to work here. Nee, aber hier drüben stehen jetzt ganz viele. Ich quatsch mal einfach eins an. Speicher mal bitte vorher. Ja, warte, ich würde eigentlich gerne ein bisschen vorher noch ein bisschen leveln und so. Das ist sowieso Folge zu Ende. Achso, denn da machen wir, ne, den Dialog. Ja, dann machen wir es beim nächsten Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Du kannst auch Tschüss sagen. Also, tschüss, ja.